wunderschönen guten Morgen. Wir starten jetzt gleich in die Pressekonferenz auf der CMT 2020. Und wir sind echt mal gespannt, was es für neue Themen gibt. Und ich darf euch einen vorstellen, Camper Tobi, die coolste Locke der Welt. Ich bin so aufgeregt. Ich auch. Es ist jetzt immer noch Freitag. Es ist jetzt noch keine offizielle Messeeröffnung. Hier ist noch jeder am Arbeiten und aufgebaut, sauber gemacht, gestaubsaugt. Also hier haben sie noch jede Menge zu tun, aber man kann schon teilweise in die Fahrzeuge rein. Jetzt in Halle 3 kommen wir jetzt gleich zu Morello und Concorde. Ja, es sind aber jetzt alles Fahrzeuge, die ich jetzt nicht vorstellen werde, weil das nicht in meinem Interesse ist. Ja, was machen wir denn noch morgen? Morgen werden wir definitiv noch ein paar Fans vorstellen. Wir werden uns mal ein paar Reisemobile anschauen. Wir werden uns mal nach neuen Fahrzeugen umschauen, jetzt Innovationen, die mich jetzt vielleicht... Wir werden uns dann nach neuen Innovationen umschauen, so, die mich vielleicht so vom Hocker reißen. Ich habe jetzt hier gehört, es gibt eine Markise, die aufblasbar ist, ja, und relativ leicht ist. Interessiert mich total. Aktuell läuft noch die Pressekonferenz jetzt hier in der Halle 2 von Knaus Tabbert. Und ich befinde mich jetzt direkt inmitten der Fahrzeuge, wo ich einige vorstellen werde. Wenn wir uns hier mal umschauen... Ja, wir sind gerade jetzt bei den Wohnmobilen, Reisemobilen. Und mir persönlich gefallen die Knaus sehr, sehr gut. Da gehen wir aber auch später mal rein. Herrlich. Vorne stehen dann die Knaus Sport, hinten haben wir die Südwinds. Aktuell befinde ich mich jetzt in der Halle 3 bei Atria und Leute, ich muss euch was zeigen. Das stelle ich euch morgen vor, ja, und zwar diesen Astella 704 HP. Das ist eine Ferienwohnung auf Rädern mit Straßenzulassung und da haben wir morgen einen Termin, gehen da morgen mal rein. Ich zeige euch das Ding mal von innen. Und ich bin da echt mal gespannt, also jetzt im Urlaub mit so einem Ausblick, ja, im Wohnzimmer oder so ein Ausblick aus dem Schlafzimmer. Man guckt jetzt irgendwo auf so einem Stellplatz ein bisschen aufs Meer, ja, ist mega geil.